Stefan, heute ist die deutsche Meisterschaft am Jännerstier ausgetragen worden. Letztlich, obwohl das Wetter erst nicht mitspielte, aufgrund der Streckenänderung eine runde Sache. Wie beurteilst du selbst die Veranstaltung? Ja, ich denke, dass wir mit der Veranstaltung sehr zufrieden sein können. Selbst wenn jetzt halt die Schneelage nicht so war, dass wir das ursprüngliche Rennen, nämlich Single, also mit Abfahrt durchführen konnten. Aber wir haben dann einfach getauscht und haben die deutsche Meisterschaft Vertical Race, also nur Aufstieg gemacht. Und ich denke, das war einfach die richtige Entscheidung. Und wir hatten alle einen tollen Wettkampftag hier im Berchtesgadener Land. Bestes Wetter. Und die Aktiven waren, denke ich, sehr zufrieden. Wie beurteilst du die Leistung der Aktiven? Deutscher Meister wurde bei den Herren jetzt der Martin Echtler. Bei den Damen hat die Barbara Gruber gewonnen. Ja, die Leistungen, die sind unglaublich. Es sind 1200 Höhenmeter. Echtler hat eine sensationelle Zeit von knapp 52 Minuten hingelegt. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich internationales Topniveau. Die Barbara genauso hat eine Zeit hingelegt, deutlich unter einer Stunde. Also das sind wirklich zwei Spitzenathleten. Man muss aber auch sagen, dass jeder, der hier raufgegangen ist, hier eine ansehnliche Zeit gemacht hat und wirklich stolz auf sein Ergebnis sein kann. Letztlich musste jetzt der Start so ausgetragen werden, dass die Athleten erst gelaufen sind, das erste Stück, bis dann der Schnee anfing, wo sie dann auf die Skier umsteigen konnten. Wie glaubst du, ist das Ganze vonstatten gegangen? Ist das problemlos abgelaufen? Was für Vorkehrungen habt ihr getroffen? Wie wurde die Strecke genau abgesteckt? Gut, es ist halt eine Outdoor-Sportart. Man muss mit den Witterungsbedingungen und den Schneeverhältnissen arbeiten. Und ich denke, das war völlig normal, auch für die Aktiven, dass man halt jetzt mal 200 oder 300 Streckenmeter die Ski trägt. Sind sehr zufrieden, das ist auch gut angenommen worden und die Strecke wurde in den Bereichen, wo Pulverschnee war, noch eine Tourenspur gelegt und dazwischen waren Aufstiege auch teilweise auf der Piste, also eine bunte Mischung. Überall war es markiert und mit Streckenposten versehen, sodass eigentlich jeder auch wusste, wo geht's lang. Und ich denke, also vom sportlichen Ablauf bin ich jetzt mal sehr zufrieden. Wie viele Akteure haben letztlich dann im Hintergrund gewirkt? Also du hast gerade angesprochen, die Streckenposten, die überall standen, haben natürlich mitgewirkt. Dann die ganze Organisation. Wer steht bei diesem Rennen alles im Hintergrund? Wer hat für den reibungslosen Ablauf alles gesorgt? Wie viele Leute waren verantwortlich? Gut, Veranstalter ist ja der Deutsche Alpenverein, Ausrichter vor Ort hier im Berchtesgadener Land, die Sektion Berchtesgaden. Die haben ungefähr 40 bis 45 Helfer gestellt, die das ehrenamtlich machen. Dazu haben wir ein paar Honorar- oder Dienstleistungskräfte, wie zum Beispiel einen professionellen Moderator, eine Zeitnahme etc. Und somit stehen also praktisch 100 aktiven Wettkämpfern ungefähr 50 Helfer und Dienstleister gegenüber. Jetzt besteht der DAV Black Diamond Ski Tour Cup ja aus drei Veranstaltungen. Die erste am Hochgrat musste aufgrund des Wetters schon verschoben werden. Heute hat der Jännerstier dann stattgefunden. Wie zuversichtlich bist du, dass die beiden ausstehenden Veranstaltungen stattfinden können und gibt es da möglicherweise auch Änderungen? Also ich bin immer sehr zuversichtlich, dass wir die beiden Rennen noch veranstalten können. Letztlich hat man verschiedene Möglichkeiten, einen tollen Skibergsteigerwettkampf zu machen, auch wenn es mal keine Abfahrt gibt. Natürlich wäre ein bisschen Schnee noch sehr gut, so, das würde natürlich allen gefallen, aber die Situation ist 2007 bekannt. Wir sind motiviert, wir machen das Beste draus und der Erfolg heute vom Jänner gibt uns ja den Recht.